Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Learn to Xcode, Objective-C für Einsteiger. Und in diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir Klassen, auf die wir beispielsweise keinen direkten Zugriff haben, diese um Methoden erweitern können. Und dazu erstellen wir uns gleich mal ein neues Projekt als Command-Line-Tool und nennen das Ganze Kategorien. Denn das ist das Thema, um das es sich heute dreht. Achten darauf, dass wir hier Foundation und Automatic Reference Counting angewählt haben. Klicken auf Next, erstellen das Projekt und steigen in unsere Main-Datei ein. Den Code hier können wir direkt weglöschen. Und wie können wir jetzt eine Klasse erweitern? Naja, wollen wir einfach mal schauen. Nehmen wir an, wir möchten die Klasse NSString, auf die wir ja keinen direkten Zugriff haben, da die uns ja nicht gehört und die wir ja auch nicht erstellt haben. Aber wir möchten diese Klasse trotzdem um ein, zwei Methoden erweitern, weil wir die ganz einfach nützlich finden und es uns damit auch viel einfacher macht, bestimmte Aufgaben ganz einfach auszuführen. Und das können wir tatsächlich machen. Wir können also irgendeiner Klasse, egal welcher, Methoden hinzufügen, die wir benötigen. Und das macht man mit sogenannten Kategorien. Und wie sieht jetzt nun der Aufbau einer Kategorie aus? Ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige jetzt einfach mal die zwei Möglichkeiten, das zu machen. Entweder wir machen das hier direkt in unserer Main-Datei oder man lagert diese Kategorien dann wieder aus. Ich zeige im Ansatz jetzt mal, wie man hier das Ganze direkt hier eingibt und ausführlich machen wir es dann so, wie es eigentlich gemacht wird, indem wir das direkt dann als Dateien auslagern, so ähnlich wie bei den Klassen. Und beim Thema Klassen, als wir gewesen sind, da haben wir ja das Ganze mit diesem Interface und dieser Implementation gemacht. Und genau das Gleiche machen wir jetzt bei Kategorien. Und das beginnt also, indem wir sagen, wir möchten ein Interface und jetzt haben wir hier Objective-C Class Declaration. Das wollen wir nicht, wir wollen hier eine Kategorie und da gibt es eine Category Implementation. Und da sagen wir also, wir möchten eine Klasse um Kategorien erweitern. Und wo es eine Implementation gibt, muss es natürlich vorher auch eine Deklaration geben. Und auch das ist klar, das ist das Interface und da haben wir natürlich die Kategorie. So, nun haben wir im Prinzip den gleichen Aufbau, wie wir schon von Klassen kennen, nur mit dem Unterschied, dass wir hier keine Oberklasse angegeben haben. Jetzt haben wir hier mal unser Interface und sagen jetzt hier bei Klassenname, welche Klasse wollen wir denn um Methoden, die wir uns selbst bauen, erweitern. Und da sagen wir jetzt hier, wir möchten die Klasse NSString möchten wir erweitern. Jetzt fragt er uns hier nach einem Kategoriennamen und dieser Kategoriename, den können wir frei wählen. Und da sage ich jetzt einfach mal meine Methoden. Also es ist wirklich egal, was man da reinschreibt. Das Einzige, was wichtig ist, man sollte zum einen hier was reinschreiben, womit sich also wirklich dann auch diese Kategorie beschreiben lässt. Meine Methoden ist jetzt hier sicherlich nicht so sinnvoll, aber im Rahmen des Tutorials ist eigentlich okay. Aber lieber was nehmen, was dann auch thematisch auch dazu passt. Und das beginnt auch hier mit einem Großbuchstaben, ganz wichtig. Ist also eine Sache der Namenskonvention. Also wir vergeben hier frei einen Kategoriennamen und sagen hier, welche Kategorie möchten wir erweitern. Und in der Implementation natürlich genau das gleiche. Wir müssen also sagen, wir implementieren die Erweiterung für die Klasse NSString und unsere Kategorie ist also meine Methoden. Und hier kommen also Methoden rein. Das heißt, wir können also diese Klassen um Methoden erweitern. Wichtig, was nicht funktioniert, wir können hier nicht mit Instanzvariablen arbeiten, das funktioniert nicht. Es geht hier lediglich um die Erweiterung von Methoden, also wir können diese Methoden hinzufügen. Und
Das wäre jetzt also ein Weg, das Ganze hier so zu machen, über direkt hier im Code reinschreiben. Das wollen wir aber nicht, deswegen breche ich hier auch gleich mal ab und wir führen das hier nicht weiter aus, sondern wir machen das gleich so, wie es auch wirklich sinnvoll ist, indem wir das Ganze auslagern in Dateien. Ich lösche das Ganze auch direkt hier mal weg und wir legen uns hier über rechte Maustaste New File eine neue Objective-C-Kategorie an. Und das machen wir mal so. Und die Kategorie soll also heißen meine Methoden und soll eine Kategorie der Klasse NSString sein. Also hier müssen wir sagen, zu welcher Klasse wir unsere Methoden, die wir jetzt schreiben, hinzufügen möchten. Und das ist jetzt die Klasse NSString, die möchten wir um unsere eigenen Methoden einfach mal erweitern. Dann klicken wir auf Next und Create und bekommen jetzt hier wieder zwei Dateien, eine Header-Datei und eine Implementation. Und da sieht man schon vom Namensaufbau, es handelt sich also um NSString plus meine Methoden. Also das ist eine Erweiterung um unsere Methoden, eine Erweiterung der Klasse NSString. Und hier haben wir jetzt auch diesen Aufbau wieder, NSString und die Kategorie meine Methoden. Das ist wirklich nur der Kategoriename, steckt nichts weiter Großartiges dahinter. Und hier die Implementierung. Und wir machen Folgendes, wir können uns also zwei Methoden fügen wir jetzt mal hinzu und da sind wir völlig frei. Wir können Klassenmethoden hinzufügen, wir können Instanzmethoden hinzufügen. Ich mache beides, wir machen eine Klassenmethode, wir machen eine Instanzmethode. Und da fangen wir mal an und sagen, wir möchten eine Methode haben, die uns einen NS-String einfach rückwärts wieder ausgibt und eine andere Methode, die uns aus einem String einfach alle Leerzeichen entfernt. Und diese Methoden sind von Haus auf bei NSString ja nicht vorhanden. Wir müssten die uns also entweder selbst schreiben als Methode oder wir machen es eben so, dass wir die Klasse um diese Methoden erweitern und dann können wir auf diese Klasse oder auf die Instanzobjekte können wir dann diese Methoden, die wir uns selbst schreiben, immer ausführen. Wie das in der Praxis aussieht, schauen wir uns jetzt dann gleich mal an. Dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Also wir beginnen damit ganz normal, wie gehabt bei Klassen auch, im Interface, im Header unsere Methoden zu deklarieren. Wir kündigen also an, welche Methoden es geben wird. Und wir sagen, es wird eine Klassenmethode geben und diese Klassenmethode wird etwas zurückgeben, und zwar einen NS-String. Und wir nennen unsere Klassenmethode String by Reversing String. Das sieht doch wunderbar aus. Und dann machen wir hier noch ein NS-String, denn unsere Methode akzeptiert natürlich auch einen String, der soll also übergeben werden. Und diesen übergebenen String wollen wir dann natürlich wieder zurückgeben. Also, String, das ist also einmal unsere Klassenmethode. Und jetzt machen wir noch eine Instanzmethode. Und diese gibt ebenfalls einen NS-String zurück und die nennen wir einfach nur Remove Whitespace. So, das sind unsere beiden Deklarationen und nun müssen wir das Ganze natürlich noch ausformulieren und das machen wir in der Punkt M. Und da haben wir jetzt also gesagt, wir haben also die Methode String by Reversing String und wir haben unsere Instanzmethode Remove Whitespace. Dann beginnen wir einfach mal damit, unsere Methode aufzubauen, die einen übergebenen String rückwärts wieder zurückgibt. Also dazu erzeugen wir uns erstmal einen NS-Mutable String, also ein veränderbares String, das ist notwendig, und nennen das Ganze Rückgabestring, Return String, R String. Und dabei handelt es sich um ein NS. Ja, aber so geht's nicht. R String ist gleich
und das ist ein NS Mutable String Alloc. Also wir müssen erstmal für dieses Objekt Speicher reservieren und dann init with capacity nehmen wir hier. Also wir sagen gleich, pass auf, wir initialisieren dich mit einer bestimmten Größe und die Größe ist natürlich die Anzahl der Zeichen des übergebenen Strings. Und dann können wir also schreiben String, den übergeben wir uns ja hier selbst und holen uns davon die Anzahl der Zeichen mit Length. Jetzt haben wir also einen NS-Mutable String erstmal erzeugt und der braucht so viel Speicher, wie also unser übergebener String Zeichen hat. Und jetzt geben wir den zurück. Das machen wir beispielsweise. Gibt es mehrere Möglichkeiten, mit Schleifen hier zu arbeiten, mit While-Schleifen und so weiter. Ich mache es jetzt einfach mal mit hier mit einer For-Schleife und wir initialisieren die mit einer Variable vom Typ Integer i. Und da holen wir uns jetzt von unserem String die Länge, also die Anzahl der Zeichen, minus 1. Und die Condition, wir sagen, das Ganze führst du aus, solange i größer als oder größer gleich 0 ist. Und der Increment, wir wollen ja von hinten nach vorne das Ganze zurückgeben, ist minus minus. So, jetzt bekommen wir hier eine Warnung, die können wir uns mal anschauen. Implicit conversion loses integer precision unsigned long to int. Also hier ist es also so, dass wir hier eine unsigned long hier zurückbekommen und das Ganze zu einer int zuweisen. Und um das Ganze hier, diese Warnung zu umgehen, können wir also einen cast machen und können sagen, diese string length minus 1 ist also int und nicht unsigned long. Jetzt können wir also hier sagen, beziehungsweise das Ganze sieht ja so aus, wir haben jetzt hier eine Zahl, angenommen unser String hat 15 Zeichen, dann haben wir hier unseren Startwert von 15 minus 1 ist 14 und bei 14 beginnt er dann immer um 1 runterzuzählen, bis er irgendwann mal bei 0 anfängt. Und damit sind wir natürlich dann immer am Ende des Strings bei Character at Index, was wir jetzt nutzen möchten. So, und wir suchen jetzt uns den Character at Index des übergebenen Strings. Und unser Rückgabe-String, Append String, wir hängen also an unseren NSMutable-String immer ein Zeichen ran bei jedem Durchlauf. Das ist ein NS-String. String with format und da sagen wir, das Format ist %c, denn wir wollen immer einen Buchstaben nach dem anderen ausgeben, von hinten beginnend und das Ganze dann an unseren NSMutable String immer anfügen. Und da sagen wir jetzt also, wir wollen von unserem String den Character at Index, viele Klammern zu, und zurückgeben können wir jetzt return unseren return String. So, schauen wir es uns nochmal an. Also als erstes, wir bekommen einen String hier übergeben. Dann erzeugen wir uns einen NS-Mutable String und initialisieren den mit der Länge, mit der Anzahl der Zeichen des übergebenen Strings. Dann erzeugen wir uns eine Schleife, die so oft durchläuft, wie eben unser übergebener String Zeichen hat. Und da zählen wir die Zeichen, String Length, ziehen eins davon ab. Das müssen wir machen, weil wir ja dann mit Character at Index arbeiten und ähnlich wie bei Arrays müssen wir also dann eins abziehen, damit wir nicht aus der Range laufen. Dann beginnen wir also auf 0 runterzuzählen, von der Anzahl der Zeichen auf 0 rückwärts runterzuzählen. Und für jedes Zeichen von hinten beginnend, was wir bekommen, hängen wir dieses einzelne Zeichen, diesen Character über Append String an unseren
NSMutableString an. Also wir beginnen beim String von hinten zu zählen, holen uns immer den jeweils aktuellen, das aktuelle Zeichen von hinten beginnend und fügen das hier in den RS, in unseren R-String, unseren Rückgabestring einfach ein. Und dann baut sich der mit der Zeit auf und man kann sich jetzt so vorstellen, wir nehmen immer ein Zeichen von diesem String hinten weg und fügen bei dem umgekehrten String immer eins hinten dran und geben dann den ganzen fertigen String zurück. So, hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Dann remove whitespace, hier wollen wir also jetzt einfach Leerzeichen aus einem String entfernen, aber dazu muss der String bereits existieren, denn wir haben hier eine Instanz Methode und wir geben hier einfach nur zurück return self string by replacing occurrences of string. Also wir ersetzen Zeichen gegen andere Zeichen und wir suchen jetzt ein Zeichen und zwar ein Leerzeichen und ersetzen das mit diesem hier. Das heißt, der übergebene String, self, wir sind das ja selbst, schauen jetzt nach, wo haben wir den Leerzeichen? Und wenn wir ein Leerzeichen finden, dann ersetzen wir das durch ein, ja, nichts. Also wir löschen dieses Leerzeichen einfach weg. Jetzt bauen wir das Ganze hier ein. Wir haben also jetzt unsere Erweiterungen hier geschaffen und müssen das Ganze natürlich jetzt, damit wir es nutzen können, hier erstmal importieren, also sagen wir hier import und da müssen wir jetzt unser NSString meine-methoden.h importieren und jetzt haben wir natürlich auch Zugriff auf unsere Klassen- und Instanzmethoden und das schauen wir uns jetzt hier einfach mal an und wir erzeugen erstmal einen ganz normalen NSString und ich nenne den einfach mal mein String und das ist ein String, den nennen wir dies ist eine Zeichenkette, Ausrufezeichen. So, jetzt haben wir also einen String erzeugt, der dies ist eine Zeichenkette enthält. Und jetzt wollen wir darauf unsere erweiterten Klassen- und Instanzmethoden ausführen. So, ich erzeuge noch einen String, NSString und nenne den einfach mal reverse String und diese reverse String ist ein NS-String und jetzt können wir String by reversing String aufrufen und übergeben mein String. Und dann geben wir es aus, NS-Log %add und der reverse String. Schauen wir es uns an. Und tatsächlich, wir bekommen jetzt unsere Zeichenkette hier rückwärts zurückgegeben. Also was ist da passiert? Wir haben also einen neuen String erzeugt, Reverse String, und das ist ein NSString und die Klasse NSString haben wir jetzt um diese Methode hier erweitert. Und mein String, dem haben wir unsere Methode übergeben. So, String by reversing String. Das ist also das, was wir selbst erstellt haben. Jetzt können wir noch unsere Instanzmethode ausprobieren. Da müssen wir natürlich diese Nachricht, diese Remove Whitespace Methode auf das Objekt anwenden, da es eine Instanzmethode ist und keine Klassenmethode. Also geben wir es aus, nslog %add und jetzt müssen wir sagen, mein String remove Whitespace. Auch die haben wir selbst erstellt und wenn wir es jetzt ausgeben, dann haben wir hier unser Ergebnis. Dies ist eine Zeichenkette, nur eben ohne die Leerzeichen. Also, was haben wir jetzt gemacht in diesem Tutorial? Wir haben die Klasse NSString um Methoden erweitert, zum einen um eine Klassenmethode, zum anderen um eine Instanzmethode. Wir haben dafür eine Header und eine Implementation-Datei angelegt. In der Header-Datei haben wir angekündigt, wie unsere beiden Methoden denn heißen. Und dieser Aufbau sieht also so aus, dass wir im Interface erstmal sagen, welche Klasse wollen wir erweitern, wie heißt unsere Kategorie.
und jetzt dann die beiden Methoden. Und in der Implementierung sieht es dann so aus, dass wir die ganz einfach, ganz normal ausformulieren, wie wir es halt mit anderen Methoden auch machen würden. Der Unterschied ist jetzt also, dass wir diese Methoden jetzt für diese Klasse verfügbar machen. Und dabei ist es also beim während der Laufzeit völlig egal, ob diese Methoden jetzt selbst durch die Klasse kommen, also schon vorher vorhanden waren, oder ob wir die durch unsere erstellte Kategorie hinzugefügt haben. Das spielt während der Laufzeit absolut keine Rolle mehr. Das ist absolut gleichwertig. Also woher dann diese Methode stammt, spielt dann wirklich keine Rolle. Wenn wir das dann nutzen möchten, müssen wir natürlich dann trotzdem hier diesen Import vollführen. Wir müssen also unsere Klassenerweiterung hier importieren, damit die zur Verfügung steht. Und jetzt können wir also dann beispielsweise hier auf die Klasse NSString unsere Klassenmethode aufrufen. Und bei unserer Instanzmethode müssen wir natürlich ein Objekt haben und können dann auch hier unsere Methode darauf aufrufen. So, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis um Kategorien. Eigentlich nicht so schlimm. Und damit können wir jede Klasse, auch wenn wir keinen direkten Zugriff drauf haben, selbst um Methoden erweitern, von denen wir sagen, die brauche ich eigentlich öfter oder die macht in diesem Projekt Sinn. Und dadurch, dass die hier ausgelagert sind, können wir die natürlich bequem in allen unseren Projekten einfach verwenden und dort immer wieder reinkopieren. Also das eine Geschichte zu Kategorien. Das war's. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video auch wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis bald.